Hallo, herzlich willkommen zum Modellbahn Online Magazin aus dem H0-Detailwerk. Hier und heute die 12. Ausgabe. Gleich zu Beginn, weil es mir so wichtig ist, die erzielten Werbeeinnahmen gehen wieder als Spende an die Nothilfe Ukraine. Heute beschäftigen wir uns fast ausschließlich mit rollendem Material. So werde ich den Tillich-Packwagen, den ich in der letzten Ausgabe ja schon begonnen hatte, fertigstellen. Ich habe einer kleinen Modellbahn-Lok einen neuen Rahmen verpasst und ich werde euch zeigen, ob es sich lohnt, ein Lokgehäuse, was eigentlich der Entsorgung zugeführt werden müsste, zu reparieren. Ja, und ganz zum Schluss noch meine Versuche, ein Lenz-Handreglergehäuse zu reinigen. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit dem ersten Beitrag. Es hat Einfahrt, der Tillich-Packwagen in der Epoche 3. Die Montage der seitlichen Tritte wurden im letzten Video ja abgeschlossen. Jetzt werden diese mit einem Gemisch aus Schwarz matt und Schwarz glänzend gestrichen. Fehlende Teile am Wagenboden wie Luftbehälter und Fallrohr habe ich durch Selbstbau mit Polystyrolresten und Draht ergänzt. Die Tritte an der Stirnwand aus 0,5 mm Polystyrol habe ich auf Millimeterpapier vormontiert, mit der Airbrush lackiert und mit Sekundenkleber am Wagen festgeklebt. Nach dem Anbringen von Griffstangen aus 0,4 mm Messingdraht und feinen brünierten Schussscheibenhaltern, beides von Weinert, ist für mich der Waggon ausreichend detailliert. Hey, eine Betriebsverschmutzung würde dem Wagen doch auch ganz gut stehen. Jo, hast recht. Besser so? Die nicht mehr existierende Firma Kleinmodellbahn, viele dürften sie von den Wagenmodellen nach deutschem Vorbild kennen, hat sehr schöne österreichische Lokomotiven konstruiert. Leider hat sich im Laufe der Jahre die Zinkpest bei vielen Modellen eingestellt, sodass nicht nur der Rahmen, sondern auch das Gehäuse zerstört wurden. Hat man dies rechtzeitig erkannt, konnte man den Rahmen gegen einen aus Messing oder aus dem 3D-Drucker tauschen. Ich habe mich an das Modell einer 2143, also einer österreichischen Diesellok, gewagt und zeige euch, welche zusätzlichen Schwierigkeiten sich mir dort in den Weg gestellt haben. Ja, aber das könnt ihr euch ja jetzt selbst anschauen. Mit neuen Handschuhen starten wir zu einer etwas umfangreicheren Instandsetzung. Die Produktion der Kleinmodellbahn-Loks ist aus dem vorigen Jahrhundert, wo angeschwitzte Griffstangen und Scheibenwischer noch zur Norm gehörten. Das Demontieren der Lok in seine Einzelteile wie Lokkasten, äußerer und innerer Rahmen, Ballastgewicht, Drehgestelle und Motoren ist einfach und wartungsfreundlich. Die Kabel hatte ich zuvor schon von der kleinen Platine entfernt. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen, aber tatsächlich vorhanden ist schon die leichte Wölbung des inneren Druckgussrahmens. Nur eine Frage der Zeit, bis die beginnende Zinkpest zur Zerstörung von äußerem Rahmen und Lokkasten geführt hätte.
Abhilfe in Form eines Tauschrahmens aus dem 3D-Drucker bietet ein privater Hersteller aus Österreich, der diese Rahmen unter den Suchbegriffen Klein-, Modellbahn-, Ersatzrahmen ab und an auf den bekannten Verkaufsplattformen anbietet. Eine erste Anprobe zeigt, dass man ein sehr gut gearbeitetes Bauteil bekommt. Die neue SMD-LED-Beleuchtung habe ich passgenau für die Bohrung der alten Glühbirnchen konstruiert. Eine Skizze zum Bau findet ihr auf meiner Homepage zum Downloaden. Den Link wie immer, ihr wisst schon wo. Bei der ersten Montage zeigte sich eine nicht passende Bohrung, die durch eine Rundpfeile erweitert werden musste. Ich vermute mal, dass die Toleranzen von einem Originalrahmen stammen und mit übernommen wurden. Ein anderer Lockrahmen hätte vermutlich gepasst. Bei den Motoren ist darauf zu achten, dass sie gegenläufig verdrahtet werden. Quasi dort, wo der eine Motor an Plus, muss der andere Motor an Minus angeschlossen werden. Oder einfach austesten und notfalls umlöten. Platz für den Decoder findet sich auf einem der Drehgestelle. Es darf nur nichts über das mittlere Ballastgewicht hinausragen. Ich habe jetzt im Glauben, alles richtig zu machen, munter die Anschlüsse mittels zweier Stückchen Lochstreifenplatine verlötet, die Kabel möglichst kurz gehalten und auch einen Platz für die Widerstände der LEDs gefunden. Auf dem Testgleis lief alles wunderbar und auch die LEDs waren auf Anhieb richtig angeschlossen. Jetzt nur noch das Lockgehäuse aufsetzen und passt nicht. Irgendwo liegt der mittig nicht richtig auf oder anders gefragt, was stört? Kurze Probe mit dem Stahllineal und ich wusste, wo zu viel Material hervorsteht. Aber wie ihr gleich seht, war das noch nicht alles. Zunächst habe ich die beiden Platinen minimal dünn gefräst und die LEDs von dem Gewicht verbannt. Dann kam ich noch auf die Idee, beide Rahmen im montierten Zustand zu überprüfen, die irgendwie immer noch verbogen aussahen. War der neue doch nicht so exakt? Die Kabel der LEDs sind sauber verlegt, aber der alte äußere Rahmen war mittig in Querrichtung gebogen. Zwei Streifen und eine Platte aus 0,3 mm Kunststoff sollten hier passen. Letztendlich habe ich dann auf der Unterseite des Gewichts auch noch ca. 1,5 mm weggefräst. Die beiden Stege bleiben unberührt. Das ganze Nacharbeiten hat mehrere Stunden gedauert, da zwischendurch immer wieder angepasst werden musste. Das ist jetzt der endgültige Stand mit flachen Lötstellen, dem flachen Lenz-Silber-Decoder und einem neuen Platz für die Widerstände. Das Gummiband ersetzt während der Montage die Befestigungsschraube. Abschließend kann ich nicht genau sagen, was ausschlaggebend für den passgenauen Sitz ist. Ich vermute, es ist von allen Maßnahmen ein bisschen. Beim nächsten Modell kann es auch einfacher laufen, aber zumindest wissen wir jetzt, wo wir darauf achten sollten. Kommen wir nun zum Online-Einkauf einer als defekt beschriebenen Rocco NS1700, eine holländische E-Lok und dem, was der Verkäufer in der Artikelbeschreibung verschwiegen hat. Ob mein Rettungsversuch gelungen ist, ihr werdet es gleich erfahren. Dann im letzten Beitrag werde ich meinem Lenz-Handregler einen Reinigungsversuch unterziehen, da er im Laufe der Jahre doch ziemlich schmuddelig geworden ist. Im Abspann habt ihr nochmal die hier gezeigten Fahrzeuge im Betriebseinsatz und ihr könnt entscheiden, ob sie auch auf den Gleisen eine gute Figur machen. Ich verabschiede mich von euch.
beginne das neue Video vorzubereiten. Unter anderem habe ich ein Fabrikgebäude zu bauen. Sage Tschüss, bis bald hier auf diesem Kanal und wünsche uns weiterhin viel Spaß mit diesem tollen Hobby. Diese Lok war als nicht fahrfähig beschrieben. Dabei hätte der Vorbesitzer nur den Schalter Ober-Unterleitung in die richtige Position bringen müssen. Ein gebrochener und ein fehlender Puffer waren dokumentiert, die Pantographen sind voll funktionstüchtig und auch alle Griffstangen dran. Aber das, was ihr hier jetzt seht, war auch für mich eine Überraschung. Statt einer Rücksendung oder in die Tonne werfen, ging ich mit einer Idee zur Reparatur frisch ans Werk, demontierte alle zunächst für die Behebung der schadensstörenden Teile und dann das nächste Dilemma. Ich wollte nur an dem schon bemerkten Riss der anderen Stirnseite überprüfen, wie weit er sich zum Kleben öffnen lässt. So weit? Na, das war dann doch ein Schreck. Ich weiß wirklich nicht, was man dieser Lok angetan hat. Okay, erstmal durchatmen. Wie ihr seht, ließ sich das Loch und der Teil der gebrochenen Pufferbohle ganz gut mit Sekundenkleber wieder richten. Nur oberhalb der Lampe blieb ein kleines Loch, was ich mit dem gleichen Kleber verfüllen konnte. Für das verbliebene Loch hatte ich zur Verfügung einen Sekundenkleberfüller, der aussieht wie feinster Sand, oder Graupappe, die mit Sekundenkleber getränkt wird. Ich wählte die Methode Pappe und mit Skalpell und Feile konnte ich mit viel Geduld die Konturen ganz gut herausarbeiten. Erfahrung damit hatte ich an einer gebrochenen Dachkante einer Rocco E32 schon gesammelt. Der erste Pinselanstrich zeigt, wo die Oberfläche noch nachgearbeitet werden muss. Noch ein Hinweis, die Farbnummern entsprechen der Farbpalette von Revell Aquacolor. Hier zu erkennen ein Bauteil aus 0,5 mm weißem Polystyrol, dessen Funktion ich leider nicht kenne. Und der Ersatzpuffer, ähnlich gefertigt wie zu sehen in der ersten Ausgabe dieses Online-Magazins. Weiter geht es mit dem Platzschaffen für den Decoder, der für die Digitalisierung erforderlichen Verdrahtung, einer kleinen Instandsetzung an der Kupplungshalterung und der Betriebsverschmutzung, die auch ohne erklärende Worte meinerseits auskommt. Thank you.
Bitte beachte, dass bei den folgenden Reinigungsversuchen mit Wasser die elektronischen Bauteile nicht mit diesem Element in Berührung kommen. Also mein Tipp, immer das Gehäuse vor der hier gezeigten Reinigung zerlegen.